Am Berg sieht man du bodenständig. Traditionell. Und im breitesten Dialekt. Dr. Günther Tscholl aus Bludenz mit uns in der Gondel auf dem Weg auf 1401 der richtigen Höhe, wie es hier am Muttersberg heißt. Lieber Günther, danke vielmals, dass du da gekommen bist. Eine tolle Sache, zumal du erstens einmal ein bekannter Arzt bist da in der Region Bludenz. Du bist Sportmediziner, du bist Schularzt, du bist Allgemeinarzt, du hast spezielle Ausbildungen. Und es war natürlich für uns ganz interessant, in der tollen Gondelserie einmal einen Fachmann zu haben, der das ein bisschen aufklärt. Und zwar, was soll man beachten, wenn man Berg geht, wie ist das richtige Schuhmaterial, wie sieht das ein Arzt mit der Kondition und so weiter. Das kommen aber normal durch. Ich möchte einfach mal fragen, du scheinst relativ relaxed, du hast deine Wanderstöcke dabei gehabt. Wie geht's da, Günther? Ja, wenn ich so aus der Ordination springen darf und das nach einem Tag, wo ich Notdienst habe, dann muss ich sagen, habe ich am März verrührt, dass ich so schönes Wetter im Blut verwischt habe, um unsere Pracht der Nation, der Landschaft so schön sagen können. Wenn wir schon einen Dottore an Bord haben jetzt da auf der Fahrt auf 1401, was kannst du uns für Tipps geben, allen vermutlich, wenn man in die Natur geht, was soll man beachten? Ich sprich da Kondition an, ich sprich da auch, wenn es heiß ist, ist es da meist ein bisschen kühler, langert es und so weiter. Wie sind da deine Erfahrungswerte, wie soll man mit Kondition umgehen? Es ist natürlich so, wir haben hier eine besondere Situation. Der lange Winter, die schlechte Wetterperiode haben es bedingt, dass der Konditionsaufbau bei vielen einfach zu kurz gekommen ist. Jetzt ist die Freude groß, dass man wieder sich hinausdrängt in die Natur, das Naturerleben will. Und da muss man es langsam aufbauen, wieder die Kondition. Und da darf man sich nicht, wie viele, den Fehler machen, das erlauben. Meinen, man muss gleich bei 2000 Höhenmeter anfangen, sondern sich langsam in die Höhe arbeiten. Ich sehe da, du hast ganz stolz einen Rucksack mitgebracht. Und jetzt möchte ich einfach mal wissen, ganz zufällig möchte ich da natürlich reinschauen, was man also so braucht, wenn man als Doktor in die Natur geht. No, es ist gerne zum Sagen, dass das als Doktor ist, sondern jeder Bergwanderer sollte natürlich schauen, wie der Fuß fängt an. Der Schuh soll einen Halt haben, soll halb hoch sein, damit man für unwegsames Gelände oder für grobe Wege einfach gerüstet ist und Unfallgefahren vorbeugen kann. Leichte funktionelle Wäsche. Funktionell bedeutet, es ist atmungsaktiv, es trocknet am Körper, es ist nicht das Problem vom Schwitzer gegeben. Es bietet sich an, im Berg das Zwiebelschalenphänomen in der Kleidung zu wählen. Das bedeutet mehrere dünne Schichten. Dazu muss natürlich auch entsprechend der Rucksack gewählt werden, dass er eine bestimmte Größe hat, dass das Gewand auch Platz hat, dass man es nicht liegen lassen muss. Und im Rucksack, da gehören einfach verschiedene Sachen nicht. Die Wetterprognose beachtet, haben wir heute leider zu viel dabei, aber man weiß ja nie, wie es in der Höhe wird. Zwiebelschale. Genau. Das zweite, im Gebirge und überhaupt ist das Trinken sehr wichtig. Das Trinken bedeutet, auch wenn man keinen Durst spürt, sollte man schon vorsorglich enorm viel trinken und Flüssigkeit zu sich nehmen. Dann haben wir natürlich eine Jause dabei. Die Jause sollte angepasst sein an die Größe der Tour. Ideal sind Obst- oder Früchteriegel, das ist das eine. Oder eventuell selbstgemachte Apfelschnitte, Schnitz. Alles dabei. Ideal für den Berg. Dann ist natürlich ideal, wenn man auch an die Feier auf der Bergspitze denkt. Da gehört vielleicht ein Schnäpsle dazu am Schluss. Ehrlich? Also wobei das in der Dosis nicht falsch gewählt werden darf. Das ist erst die Belohnung am Gipfel und sollte immer so wie Medikamente in der Dosis angepasst sein. Also das ist sozusagen der Tupfen auf dem I und nicht das von vorher. Dann gehört vielleicht dazu, wenn es spät abends wird, dass man eine Lampe dabei hat. Ideal natürlich zum Wandern eine Stirnlampe, dann hat man die Hände frei, kann sich entsprechend sicher fortbewegen. Sollte das Wetter umschlagen, ist natürlich ganz wichtig, wenn man auch an einen Regenschutz denkt.
Der Regenschutz, wie am Berg üblich, sollte dünn gepackt mitgenommen werden, weil das ist ja alles Ballast, was man da so hinaufträgt. Dann kommen wir natürlich zum wichtigen Thema. Auch die Not muss bedacht werden. Es könnte ja sein, dass ein Wetterumschwung am Berg passiert. Da kann ich mir mit einer Aluminiumfolie schnell Wärme abgewinnen. Oder es passieren Unfälle, kleine oder größere, dann bin ich gut ausgestattet, wenn ich eine Erste-Hilfe-Box dabei habe. Die größere Geschichte, wenn wir sie brauchen, lösen wir mit dem Handy. Es kann ja sein, dass ich nicht mehr in der Lage bin, dem anderen zu helfen. Dann muss ich halt einmal einen Notruf absetzen und das ist bei uns selbstverständlich mit der Rettungsleitstelle in Vorarlberg im Feldkirch möglich, mit der Notrufnummer 144. Du bist unheimlich, hast du noch was? Unbedingt. Ist fertig, ne? Es gibt auch Notfallmedikamente, die bestimmte Patienten brauchen. Zum Beispiel ein Allergietablettle, wenn ich einen Insektenstich erleide, so kann das für manche sehr bedrohlich sein. Es gibt ja Menschen, die leiden unter wie einer Wespenallergie. Da müsste natürlich ein entsprechender Pen gegen die Allergie mitgenommen werden, wenn der Notfall zum allergischen Schock führt. Oder man kann es harmlos lösen mit einer Insektencreme, wo man natürlich für Kinder ein King ist, wenn man es ihnen sofort mit Marselble helfen kann. Was ist noch wichtig am Berg? Manche haben das Training nicht so aufbauen können und haben sofort bei der ersten Wanderung schon die ersten Blasen. Und welch Schreck, wenn man das einmal mitgemacht hat, was das für Beine und Schmerzen sind, wenn die Ferse einen plagt, wenn die Stelle wund wird. Und da gibt es heute ganz tolle Pflaster, die man aufklebt und dann ist das Weiterwandern ohne Probleme möglich. Du bist wirklich für alles ausgerüstet, Günther. Wie du gemerkt hast, haben wir die Bergstation auf 1401 bereits passiert. Ja. Wir sind schon wieder in anderen Fahrrichtung Richtung Tal unterwegs, weil du ja jetzt wieder in deinen Dienst musst. Kann man das von einem Nicht-Arzt, Nicht-Mediziner verlangen, dass der das alles weiß? Wer will, dass man ihm hilft, der sollte ja so ausgestattet sein, dass er einem anderen helfen kann. Ich bin am Staunen jetzt selber. Dank dir, Günther. Es ist alles logisch, was du erzählst eigentlich und man staunt immer wieder. Ja, man könnte selber einmal auch wieder was tun. Günther, vielen herzlichen Dank für deine eindrucksvolle Demonstration dessen, was man sich alles im Klaren sein sollte, mit auf den Berg zu nehmen. Es sind kleine, leichte Dinge, aber offensichtlich vielfach hilfreich. Kommst du in deiner knapp bemessenen Arztzeit auch mal zum Entspannen, zum Entschleunigen? Also für mich ist das Wandern etwas vom Wichtigsten und wenn es unter der Woche zu wenig Platz hat, Andi, dann muss ich sagen, ist für mich das Ziel am Wochenende immer eine Wanderung. Wenn sie auch manchmal kürzer ausfällt, als wie mein Kopf bereit wäre. Aber es gibt nur ein Wort. Das Wandern in der Natur stärkt Körper, Geist und Seele. Und das Naturerlebnis ist etwas vom Schönsten. Und zwar mit allen Sinnen. Die Gerüche, die Pflanzenwelt, die Tierwelt zu erleben, stärkt uns für die Alltagsarbeit enorm. Und wenn man etwas sagen darf von Albrecht Dürer, der hat gesagt, willst du wissen, was Schönheit ist, so geh hinaus in die Natur und du kannst sie erleben. Und ich glaube, mit dem Satz könnte man sagen, wünschen wir viel, ne? Dass sie auch die Freude am Wandern und am Bewegen haben, als wenn wir zwar sie haben, wenn wir heute da mal Zeit haben und das gemeinsam nur besprechen können. Aber Die Freude damit steigt natürlich, Dass man diesen Muttersberg Von Bludenz auch einmal erleben will. Ja. Und überhaupt das Wandern. Du hast ja, während wir jetzt da abfahren, uns den Luxus leisten, nicht zu wandern, Schili da auf die andere Talseite Richtung Rettikon, da hast ja du deine heimliche Liebeshütte, gell? Also ein Maisäß oder ein Vorsäß, wo du deine Natur verbringst und deine Auszeiten genießest. Ich habe einen wunderschönen Sitz, und zwar nennt sich das Zalum mit einer Heubarge. Und in der Vorderseite dieser Heubarge habe ich den schönsten Blick auf diese Stelle von Bludenz, und zwar ist das der Muttersberg, der Hausberg von Bludenz. Und nütze das und genieße die Schattenlage bei mir, sodass ich immer in die Sonne schauen kann. Günther, die Zeit rennt uns davon. Nochmals herzlichen Dank für deine eindrucksvolle Demonstration. Wir entlassen dich mit den letzten schönen Blicken hier, bevor es in die Talstation geht, auf Bludenz, wieder in deinen Notdienst. Bedanken uns noch einmal für dein Kommen, dein kurzfristiges, und wünschen dir
viel Gesundheit, weiterhin Energie und viel Freude in deinem Job. Danke, Günther, danke, fürs Kommen. Danke, Andi. Tschüss. Ganz angenehm mit dir. Ganz meinerseits. We'll be right back.